Genosse Postchef, es ist uns eine Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ist mein Büro vorbereitet? Natürlich, Genosse. Es wird alles zu Ihrer Zufriedenheit sein. Wenn wir diese Pläne endlich in die Tat umgesetzt haben, dann werden uns die Westmächte nicht mehr abhören können. Bis die Feuerwehr eintrifft und machen Sie meinen Wagen startklar. Was ist da los? Das darf doch alles nicht wahr sein. Thank you.
Es kann doch nicht so schwer sein, dieses Feuer zu löschen. Idiot, pass doch auf! Guten Morgen, Sir. Sie haben gute Arbeit geleistet, 005. Wie mir vom Nachrichtendienst mitgeteilt wurde, haben die Sowjets nicht die leiseste Ahnung, wer ihnen das Datenband gestohlen hat. Sie verdächtigen uns zwar, aber wir sind nicht die einzigen auf der Liste. Sir, wenn Sie mir die Frage gestatten, was hat es mit diesem Datenband eigentlich auf sich? Sicher, 005. Es hängt ja mit Ihrem kommenden Auftrag zusammen. Was wissen Sie über das russische Sibirius-Programm? Nicht besonders viel, Sir. Nur ein paar Randdaten. Es handelt sich angeblich um ein sowjetisches Code-Verschlüsselungssystem, welches man kaum noch dechiffrieren kann. Angeblich. Das trifft es ziemlich genau, 005. Dieses Datenband enthält die Baupläne der Sibirius-Dechiffriermaschine, welche sich in diesem Moment gerade in der Herstellung befindet. Möglicherweise sogar schon fertig ist. Bei allem Respekt, wäre es da nicht sinnvoller gewesen, die Fertigstellung des Dechiffriergerätes abzuwarten und dieses dann zu stehlen? Möglicherweise sinnvoller, aber auch schwieriger und gefährlicher. Jetzt, wo die Maschine in Produktion ist, werden die Datenbänder nicht mehr so sehr geschützt. Eines davon liegt hier auf meinem Schreibtisch und das andere dürfte am Schreibtisch des russischen Premierministers liegen. Mehr davon gibt es nicht. Ich verstehe. Nun, Sir, dann nehme ich an, dass mein nächster Auftrag der Diebstahl des Dechiffriergerätes sein wird. Sehr richtig, 005. Die Maschine soll am Donnerstag fertiggestellt werden. In einer Automatenfabrik in Moskau. Nun, da werden wir sie wohl kaum hineinbringen. Aber sie wird dann im Laufe des Wochenendes auf Reisen gehen nach Ost-Berlin, wo sie im Ministerium für Staatssicherheit getestet werden soll. Ostdeutschland dürfte nicht einfach zu bereisen sein, Sir. Das lassen Sie unsere Sorge sein, 005. Verzeihung. Hallo? Was? Sind Sie sicher? Gut, danke. Ich fürchte, wir müssen unsere Pläne ändern, 005.
Die Dechiffriermaschine wurde soeben in funktionsbereitem Zustand aus der Automatenfabrik in Moskau gestohlen. 15 sowjetische Soldaten wurden getötet. Von bisher noch unbekannten Agenten. Da muss aber jemand brennendes Interesse an dem Ding haben. Die Burschen sind mit einem Hubschrauber gekommen, haben alles schnell in Schutt und Asche gelegt, die Maschine gestohlen und haben sich dann mit dem Hubschrauber in südwestlicher Richtung aus dem Staub gemacht. Mit genaueren Angaben werde ich Sie noch vertraut machen. Holen Sie sich jetzt Ihre Ausrüstung bei Q ab. Wie Sie wünschen. Melden Sie mich bitte bei Q an, Bean. Und trinken Sie eine Tasse Kaffee. Ja, mach ich. Morgen, Q. Na, was haben Sie diesmal Schönes für mich? Guten Morgen, 005. Hier haben wir Ihre Ausrüstung. Hochrobuster Kunststoff mit Leder überzogen, damit es nicht so auffällt. Zahlenschloss selbstverständlich. Ihre Kombination müssen Sie noch einstellen. Auf das hier bin ich besonders stolz. Es handelt sich um einen elektromagnetischen Türöffner. Sie heften ihn einfach in die Nähe des Schlosses und drücken den Knopf. Den Rest macht das Gerät von selbst. Hier haben wir Ihre Standardwaffe. Walther PPK 765, nichts Neues. Und dann haben wir hier noch einen Schutzmechanismus für den Koffer. Das hier ist keine Schnapsflasche und ich möchte auch nicht, dass Sie Schnaps hineinschütten. Sie schrauben hier auf und sehen diesen Stecker. Ziehen Sie nur ein Stückchen heraus, nicht zu weit. Das ist nicht nötig. Sie platzieren die Patrone irgendwo und schließen hier an. Das geht ein bisschen streng. Wenn jetzt jemand den Koffer mit der falschen Kombination öffnet, dann bekommt er eine ordentliche Ladung Tränengas ins Gesicht. Das ist aber noch nicht alles, 005. So und so. Jetzt habe ich hier noch etwas, ein kleines Geheimfach. Sie haben in diesem Koffer noch ein bisschen extra Geld dabei, wenn Sie so wollen. Hier an der Seite befindet sich ein Schubfach. Kaum zu sehen. Darin sind 6 Unzen Feingold. Sie können natürlich auch Dokumente da drin verstecken. Dann lassen Sie die Münzen aber bitte hier. Bitte schön. So, 005 und jetzt folgen Sie mir bitte. Ach, Q, eine Frage. Wo ist eigentlich mein Bentley? Seine Tage sind gezählt. Zu langsam, zu schwer und zu teuer. Sie fahren jetzt diesen hier. Aston Martin DB5. Rein 6-Zylinder, 8-Liter Maschine. Ich habe in das Wägelchen ein paar nette kleine Extras eingebaut und wenn Sie mir Ihre volle Aufmerksamkeit schenken, dann sind wir in einer Stunde durch. Danke. Also 005, von unserem Kontaktmann in Wien, Hans Beimer, wissen wir, dass die Diebe der Sibirius-Maschine den Hubschrauber gegen einen Wagen ausgetauscht haben. Sie sind in diesem Moment auf dem Weg in Richtung Südtirol. Sie müssen sich beeilen, Beimer, denn in ungefähr 5 bis 6 Stunden sind Sie aus der Reichweite von dem Peilsender, den Beimer im Wagen der Diebe platziert hat. Danke, Sir. Senden Sie das bitte heute noch.
Sehr wohl, Majestät. Ist noch etwas? Ja, Ma'am. Der Chef des Geheimdienstes hat angerufen. Er würde gern mit Ihnen sprechen. Gut, ich nehme den Anruf entgegen. Was gibt es, Admiral? Euer Majestät, es ist uns gelungen, eine Spur zu finden. Wir werden die Maschine wohl doch noch in unseren Besitz kriegen können. Ich habe einen meiner besten Agenten darauf angesetzt. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Selbstverständlich, Ma'am. Auf Wiederhören. Und vorbei. So. Herr Fairbanks, unser Mann ist zu einem verlassenen Bergwerk gefahren. Ja. Verzeihung.
Gute Arbeit, Benny. Schon bald werden wir sehen, wie viel den West- und Ostmächten diese Dechiffriermaschine wert ist. Aber wie wollen Sie das einfädeln, Nummer 1? Und sind doch bestimmt schon Geheimagenten auf den Fersen. Ich werde die Dechiffriermaschine für 500 Millionen US-Dollar in Gold an die Russen zurückverkaufen. Ansonsten bekommen sie die Briten, die Amerikaner, die Franzosen. Wer am meisten dafür zahlt. Wissen Sie, das könnte funktionieren, Nummer 1. Zweifeln Sie gefälligst nicht an meinen Methoden, Benning. Sie haben wohl vergessen, wer hier vor Ihnen sitzt. Es wird funktionieren. Was war das? Ich geh mal gucken. Keine Bewegung! Wer zum Teufel sind denn Sie? Das ist nicht von Bedeutung. Waffe fallen lassen und Hände hoch. Ich bin doch nicht blöde. Dann mache ich kurz einen Prozess mit Ihnen. Gute Arbeit, sperren Sie den weg. Eine Walter PPK und dann noch die ganzen anderen Spielsachen, die dieser Kerl dabei hatte. Wissen Sie, was das ist? Nee, Nummer 1. Nur, dass es gut war, dass wir den erwischt haben. Das ist Standardausrüstung vom British Secret Service. Sie waren nicht vorsichtig genug, Benning. Ich kann solche Stümper nicht in meiner Organisation gebrauchen. Es tut mir leid, ich bedauere den Fehler. Das ändert nichts mehr. Setzen Sie sich. Aber Nummer 1, ich... Setzen! Schön gut. Nummer 1, ich bin doch immer zuverlässig gewesen. Ich dulde keine Fehler, Benning. Sie bezahlen jetzt den Preis für Ihre Inkompetenz. Wachen! Schicken Sie mir unseren Gast herein. Lass uns alleine. Sie sind also Geheimagent? Im Dienste Ihrer Majestät. Wie dem auch sei. Als Ihren Gastgeber lassen Sie mich Ihnen einmal vorstellen. Mein Name ist Adolf Kleige. Ich bin der Kopf der Kleige Bergbaugesellschaft und, viel bedeutender, der Kopf von OTA. Klingt selten dämlich, wenn Sie mich fragen. Außerdem sind Sie ein lausiger Gastgeber. Von der Dämlichkeit der Organisation für Terror, Erpressung und Rache werden Sie bald anders denken. So schnell ändere ich meine Meinung nicht, Kleige. Ich muss aber zugeben, dass Ihr Plan besser ist wie der dämliche Name Ihrer Organisation. Damit kann man eine Menge Geld verdienen. Allerdings wurden Sie enttarnt. Von Ihnen? Das glaube ich kaum. Sie werden keine Zeit mehr haben, jemanden davon zu berichten. Sehen Sie, diese Maschine wird uns noch viel Geld einbringen. Gerade in diesem Moment werden Repliken davon angefertigt.
Sie planen also den Russen und den Westmächten Repliken dieses Gerätes zu verkaufen? Sehr richtig. Die Russen sind sich dann mit ihrer Sache sicher und die Westmächte können den Geheimcode der Russen entziffern. Schon bald werden die Westmächte Angriffspläne, die ich fälschen werde, von den Russen finden. Kurze Zeit später wird eine russische Langstreckenrakete das Weiße Haus treffen. Die Folge ist ein Krieg zwischen Ost und West. Und was wollen Sie damit bezwecken, Sie Wahnsinniger? Ich verbitte mir Ihre Beleidigungen. Wenn sich der Osten und der Westen mit ihren Atomwaffen gegenseitig ausgemerzt haben, dann muss eine neue Weltordnung her, finden Sie nicht? Und Sie wollen die dann einführen? Ich werde sie einführen. Und wer sich wehrt, wird vernichtet. Wie Sie meinen. Und wo wollen Sie die Langstreckenrakete herzaubern? Diese wurde vor einem Jahr aus einem russischen Waffendepot in Kasachstan gestohlen. Es ist schon gut, dass die Russen solche Patzer vertuschen. Sie sind wahnsinnig, vollkommen wahnsinnig. Ich habe schon einmal erwähnt, dass ich mir Ihre Beleidigungen nicht mehr länger gefallen lasse. Aber ich muss sie mir ja auch nicht mehr lange anhören. Wie war eigentlich Ihr Name, Mr.? Mein Name ist Fairbanks. Roger Fairbanks. Seltsam, dass ich noch nichts von Ihnen gehört habe. Naja, ich habe jetzt genug Zeit mit Ihnen verbracht. Gestatten Sie mir wenigstens noch eine letzte Zigarette, bevor ich abdanke? Ich bezahle sie Ihnen auch. So? Womit denn? Mit 6 Gold Sovereigns, zu je einer Feinunze. Stellen Sie die Zahlenkombination ein und treten Sie dann zurück. Danke. Gesicht. Nimm die Pfoten hoch und steig aus! Das gibt's doch nicht! Erstaunlich, dieses moderne Sicherheitsgas, nicht wahr? Lassen wir es krachen, Kumpel. Jäger. Sie können zwar schießen, aber zu sonst sind Sie zu nichts zu gebrauchen. Machen Sie das, indem wir die Dechiffriermaschine zurückbringen. Sofort! Dieser Teufelskerl ist mit allem Wasser gewaschen. Schieß weiter! Thank you.
ich bin's, 005. Ihnen auch nicht helfen, Agent 005. Postchef. Major Postchef, wenn ich bitten darf. Und nun geben Sie mir das Dechiffriergerät. Der Mord an Beimer wird Konsequenzen haben. Geben Sie mir das Dechiffriergerät. Jetzt hat's dich, Bursche. Hoppla. Halt mal. Hände hoch, wo ich sie sehen kann, Kleige. Touché, Mr. Fairbanks. Ich habe sie unterschätzt. Majestät, Mr. Fairbanks ist hier. Ich lasse bitten. Guten Abend, Mr. Fairbanks. Guten Abend, Euer Majestät. Sie haben unserem Land einen großen Dienst erwiesen. Ich möchte dafür danken. Das ist nicht nötig, Ma'am. Es ist meine Pflicht, Ihnen und meinem Land zu dienen. Ich habe gehört, dass einer der Verbrecher entkommen ist. Ja, leider, Ma'am. Der Kopf hinter dem Ganzen. Ein Mann namens Adolf Kleige. Und was gedenken Sie dagegen zu tun? Ma'am, es ist mein Auftrag, ihn aufzuspüren. Dann wünsche ich Ihnen voraus schon viel Glück. Danke, Ma'am. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Ma'am.